Oh, das sieht doch sehr gut aus. Aber erstmal Bomben drauf. Oh, ach, das geht doch besser, oder? Ah, hier, die Punkte, die springen weiter hoch. Und weiter, und weiter. Ah, warte mal, da fliege ich gleich nochmal drüber. Da geht doch noch viel mehr. Solange die so schön leuchten. Die Flugzeuge sind ja auch krank start, oder? Oh, ja, und das habe ich mir auch verdient jetzt. Scheiß Fliegerfaust. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Leute, aber ich finde, die Flugzeuge sind noch viel zu schwach. Weil wenn die noch ein bisschen stärker wären, würde da gar nichts mehr stehen. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie bekommt man ein Flugzeug so stark, hier ist die beste Spezialisierung dafür. Das letzte Mal habe ich im Battlefield ja die Moskito gefeiert. Wenn man keine guten Jäger als Gegner hatte und man einigermaßen gut fliegen konnte, hatte man mit diesem Vogel eine absolute Lufthoheit. Das Gute war damals, dass es keine Fliegerfaust oder so gab. Leider wurde das Flugzeug danach aber ziemlich schnell gepatcht. Und ich habe da so das Gefühl, dass den neuen beiden Flugzeugen, also die Zio und die Crossfire, dasselbe Schicksal treffen wird. Und wer jetzt richtig geil aus Fliegen geworden ist und sich bis jetzt der Fliegerei verweigert hat, hier ist die Spezialisierung für die Moskito. Denn hier habt ihr gleich den richtigen Weg und seid damit genauso krank stark wie dieses Flugzeug hier. Leider wurde dieses Flugzeug ja aber gepatcht und es gibt vielleicht kleinere Differenzen als wie, wo ich dieses Video damals gemacht habe. Ich bin ja mal gespannt, was DICE jetzt mit den Flugzeugen machen wird. Es wird ja bald ein neues Update geben, wo schon mal die Fliegerfaust etwas schwächer gemacht wird. Für mich heißt das dann eigentlich nichts anderes, wie dass, wenn man eins und eins zusammenzieht, dass die Flugzeuge auch früher oder später etwas abbekommen werden und nicht mehr so stark sind. Nun gut, wisst ihr aber, was wirklich mal einen Patch gebrauchen kann? Ich finde ja, die Panzer sind alles andere als stark. Oft sieht man sie nur irgendwo weit weg auf dem Berg stehen und snipen nur rein. Das hat auch seinen ganz klaren Grund. Die Panzer im Battlefield 5 sind einfach viel zu schwach und das auf allen Ebenen. Die Kanone macht kaum Schaden. Ich meine, wenn ich damit auf Infanterie schieße, will ich, dass der komplett auseinanderfliegt. Dann sind die Panzer absolut träge, nicht geländetauglich, wird es wohl eher treffen. Was noch dazu kommt, ist, dass sie kaum Munition mitführen. Oft ist es ja so, dass man mit einem Tiger unterwegs war und 20 Schuss oder so mit hat. Um einen anderen zu zerlegen, muss man aber schon fast 8 oder 9 Kugeln investieren. Weil es hin und wieder ja auch mal zu Abprallern oder Streifschüssen kommt. Und wenn ich mit einem MG auf Infanterie schieße, will ich auch, dass er komplett auseinanderfetzt. Ich meine, im Moment ist es ja so, dass man mit einem Panzer, mit 3 Treffern aus einer Panzerfaust kampfunfähig machen kann. Ich meine, das ist doch total unfair, oder nicht? Ja, und weil man so wenig Munition immer mit hat, heißt, man kann erstmal irgendwo gefühlte 20 Minuten wieder zurück zu so einem Versorgungsposten fahren, wo man sich wieder aufmunitioniert. Ja, was natürlich auch irgendwie total ätzend ist. Ich meine, wenn man so einen Panzer anstatt 20 Kugeln 50 Kugeln mitgibt, dann wäre es doch schon mal viel, viel besser, oder nicht? Ich meine, und das MG, das kriegt halt 1000 Schuss anstatt 780, dann hat man wenigstens so ein bisschen mehr. Ich meine, das große Problem ist eben, dass man mit einem, wenn man mit einer Panzerfaust auf einen Panzer schießt, dass der ruckzuck kaputt ist. Ne, man hat als Panzerfahrer eigentlich gar keine Chance, als sich nur irgendwo auf den Berg zu stellen und da ein bisschen rumzuballern und zu hoffen, dass man da irgendwie auch mal was trifft. Ich meine, aber das ist doch nicht Battlefield. Als Battlefield mit, als Panzerfahrer ist man halt immer so ein bisschen overpowered unterwegs gewesen. Aber ich meine, man fährt doch auch Panzer. Und das heißt, der muss auch ein bisschen was aushalten können, oder nicht? Ich finde, da sollte wirklich mal was gemacht werden. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Ja, man fährt mit dem Panzer auf eine Gruppe von Infanteristen zu, aber irgendwie hat man überhaupt gar nicht das Gefühl, dass man die Sache hier unter Kontrolle hat. Ich meine, man schießt auf einen Infanteristen und der kippt da einfach nicht um. Ich meine, hier, Treffer, Treffer, Treffer und irgendwie, man muss immer doch wieder mit der dicken Kanone irgendwie nachschießen, damit der dann auch endlich mal umkippt. Es ist doch irgendwie doch nicht, das ist nicht Battlefield, Freunde. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das irgendwie Kacke. Ne? Ich meine, so funktioniert das doch nicht. So Leute, ich habe mich jetzt fertig beschwert. Ihr seid jetzt verpflichtet, da ihr das Video jetzt ja fast bis zum Ende geguckt habt, mir ein Like dazu lassen und natürlich ein Abo. Denn das ist Pflicht, wenn man auf YouTube ein Video ganz bis zum Ende geguckt hat. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Restwochenende und tschüss, bis bald.